Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Aniro P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, wo ist Kakarot? Ja, ist schon wieder nicht da, so wie den anderen, wie der andere Saga, ne? Oh, man wird Schwiege so genannt. Jedenfalls, wir haben in der letzten Folge die Cyborgs angetroffen, von denen Trunks erzählt hat. Fragezeichen. Und ja, wir sind jetzt, wir haben schon mit C19 uns gekümmert, wir haben uns schon um C19 gekümmert, wollte ich sagen, mit Vegeta, welcher sich in einen Super Saiyajin verwandeln kann und ja, jetzt voll ja alles und jeden kaputt haut. Und okay, ich dachte wohl mal jetzt hier. Und ja, wir sind jetzt noch auf der Suche von C20 oder wir sind auf der Suche nach seinem Laboratorium und ja, mal gucken. Achso, das ist so ein, okay, ich wollte schon sagen, was dieses drehende Ding da so über die 29 oder das ist einfach nur so ein Pfeil, der irgendwie sagt, ja, die gehen jetzt in die Richtung. Und ja, wo muss ich denn hin genau? Was muss ich machen? Nördliches Gebirgebereich wurde freigeschaltet. Okay, da müssen wir hin. Neues Gebiet, alles klar. Bevor wir aber weitermachen, okay, ich habe gar keine Mission. Oh gut, gut, dann gehen wir mal zu einem neuen Gebiet. Darlinge Polania, irgendwas Polyester. Son Gokus Herzvirus bricht während des Kampfes aus. Vegeta kann jetzt zum Super Saiyan werden und erledigt C19, C20 überwältigt und in der Unterzahl versucht zu fliehen. Warum tue ich ja eigentlich alles noch so erklären, wenn ihr sowieso nur alles zusammengefasst wird vom Spiel, also okay. Ich soll einfach den Mund halten, ich soll überhaupt gar nicht sprechen. Wow, Crews sind doch viel beliebter, oder? Jetzt wollt ihr die alle verschrotten. Macht ihr beiden. So, ich kaufe mir erstmal hier für 1000 Sen jeweils ganzen Dinger, aber das habe ich da gerade aufgesammelt. レッドリボン軍に協力してたくらいだからあまりいいやつじゃなかったんだろうな。Nein. Der hat eine halbe Stadt zerstört. Ich hab schon alles. Okay, ich kann nicht wahrscheinlich mit. Okay, ich habe so ein Gefühl, mit Son Goku kann man irgendwie mehr von diesen Dingern einsammeln, ne? Weil er manchmal so ein paar Sachen dazu sagt, ne? Ja, mal das Ding. Nachdem Son Goku den Muskelturm der Red Ribbon Armee zerstört hat, kehrt er mit seinen neuen Freunden Cyborg 8, den er Achtern nennt, zum Dorf zurück. Heißt er nicht 8 in Deutschen? Das Dorf Oberhaupt findet Gefallen an Achter und bietet ihm einen Platz seines Hauses an. Achter, der sich Sorgen um die Bombe in die Macht, lehnt höflich ab. Son Goku und Zuno besuchen den am Dorf anwohnenden Dr. Flappe, um herauszufinden, ob er die Bombe aus Achter entfernen kann. Ich meine, der ist 8 in der Serie damals. Super tolles Buch für Erwachsene. Ich habe auch einige meiner Dinger hier hochgelevelt, meiner Abzeichen. Ich vergesse jedes Mal, wie die Dinger heißen. Ich will mal Münzen oder Medaillen sagen. Ich habe so ein Gefühl, dass hier ist das Gebiet, wo wir man gegen C13 kämpfen müsste. Ein Film Bösewicht, der wahrscheinlich nicht in dem Spiel vorkommt. Was ist das hier übrigens? Das ist so ein Ding in mir, so eine. Okay. Ich dachte, weil wir so eine bestimmte Stufe oder irgendwie sowas brauchen. Aber anscheinend nicht. Erstmal ein paar Dinger hier einsammeln, so ein ganz paar, ne? So ein ganz wenige, ja.
So. Ah, was ist das denn da unten? Ja, Dinger, die sind Farms, die miteinander vermischt haben. Und wie gesagt, ich habe einige. Keine Ahnung, ich habe irgendwie die Seelenabzeichen hochgelevelt, weil wir halt ein paar Probleme hatten gegen C20 in der letzten Folge. Ich habe gedacht, das passt jetzt gerade so ein bisschen, dass wir vielleicht ein bisschen. Das lag natürlich hier irgendwo. Gut. Das ist gar nicht so ein großes Gebiet, sehe ich gerade. Da wird's mal hin. Also gucken wir uns noch mal hier ein bisschen um. Und ich soll nicht zu schnell erledigen. Wir haben genügend Tempo, aber nicht zu schnell. Okay, niemals so schnell. Lieblingsspruch eines Speedrunners. Niemals zu schnell. Nein. So. Krillin und Tension dann müssen ein bisschen hochleveln. Aber ja, was soll's. Wie sieht's hiermit aus? Wir haben schon alles mit Piccolo. Wir haben schon alles mit der Flöte. So, was ist denn das? Hier ist irgendwo ein Schiff in der Nähe, wo. Da. Hm. Ah! Doi! Oh! 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 Wenn ich jetzt nur die Dinger auch automatisch einsammeln würde, ne? Anstatt immer mich dann nähern zu müssen. Wäre auch nicht schlecht. So. Hat hier noch. Und. Jetzt vielleicht eine Quest auftaucht, nachdem ich dieses Gebiet gefunden habe. C17, C18 und C16. Spoiler. Leute. Ultra Gripsbrot. Gripsbrot. Gipsbrot. Brot. So, da. So, da müssen wir hin. Ich habe gerade gesehen. Da. Ich war zu nah dran, deswegen konnte ich es nicht sehen. Das ist goldener Wolffleisch. So, haben wir ja neue Tiere. Weißer Wolf. Ja, neue Tiere. Was ist denn das? Also, so ein Windweg, was weiß ich. Dann sehe ich noch was. Dann ist auch noch schnell. Dann können wir weitermachen, glaube ich. Die Musik macht schon Panik. Sollen wir vielleicht mal ernst nehmen hier, ne? Jo. Alles klar, los geht's. Muss ja erstmal so ein bisschen erkunden, okay. Das ist ein neues Gebiet, hallo. Haben wir den Turm ja auch noch kaputt, wenn wir schon dabei sind. Versuche nur eine Entschuldigung, alles kaputt zu machen, oder? Ja. Hat er noch mal gesagt, du bist ein krankes Schwein, Robin. So, Leute. Wie haben wir es denn, bitte schön, vor den beiden Saiyajins hier geschafft? よく言うぜ。勝手に改造した分際で。もう一度言う。ここに迫っている孫悟空の仲間たちを倒せ。命令だ。命令だってさ、17号。俺たちは俺たちのやりたいように動く。貴様なんぞの命令に従ってたまるか。 クソじじい。まただ。な、何が起こっているんだ。行くぞ。
Da sind sie. Die originalen Cyborgs, die schon immer ein Teil der Story waren. Ja, von Anfang an. Sie selbst sind uns 18. Falls ihr jetzt verwirrt seid, ich weiß nicht, ob das so ein allgemeines Wissen ist, aber C17 und C18 und C16 waren original nicht geplant, die Cyborgs zu sein, von denen Trunks erzählt hat. Das sollten wirklich ursprünglich C19 und C20 sein. Aber ich glaube, das werde ich auch noch ein bisschen öfter erwähnen, weil das öfter passiert ist in der Saga. Ich glaube, Akira Toriyama hatte irgendwie so einen Editor, der immer so ein bisschen geguckt hat, was wurde hier so, was hast du denn als nächstes so geplant und so, lass mich mal schauen. Und dann kam Akira Toriyama, sagte, hey, ich habe diesen alten Knacker und diesen Marshmallow Man hier als Hauptbösewicht reingepackt. Und der Editor hat dann da drüber geguckt, hat sich so gedacht, ne, mach mal ein paar Teenager, die sind viel besser. Und ja, das ist später nochmal irgendwann aufgetaucht, passiert. Und da werde ich dann drauf zurückkommen, wenn es dann soweit ist. Aber ja, das scheint irgendwie sehr oft, vor allem in der Saga, passiert zu sein. Und ja, so jedenfalls, C17, C18. Und C16. Also die Zahlen kann ich daraus hören, aber soll einfach nur C heißen. Junanago, Juhachigo, Jurokugo müsste hat ja jetzt sein, ne? Shinzo. Das bedeutet, glaube ich, Cyborg, ne? Wort Kaga, Meuchelmörder, C16. Ah, ich habe gar nicht die Untertitel von den anderen gelesen. Ich habe mich schon gefragt, aber die Szene haben sie natürlich nicht reingepackt, ne? Wie C17 einfach den Kopf irgendwie von Dr. Gero abpackt und dann da drauf tritt. Ich glaube, da war ein bisschen zu krass, ne? Aber die haben gezeigt, wie Frieza in zwei geteilt wurde. Also, und naja. Ich glaube, Dragon Ball Z ist ein bisschen zu krass, was hier die heutigen Standards hier so angeht. Ne? Ich meine, die haben schon Sachen da gezeigt, irgendwie. Dass, wenn er das jetzt machen würde, dann würden, weiß ich nicht, alle irgendwie durchdrehen und so. Also, ja. Und die hauen einfach ab. Was hochtönen? Das macht Vegeta wütend. Vegeta super Angriff, Urknallattacke ist jetzt verfügbar. Okay, wir machen uns direkt mal auf und tun Sachen lernen, weil ich glaube, da haben wir schon lange nicht mehr, ne? Obwohl, bevor der Timeskip kam, haben wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen, ne? Habe ich das schon? Muss Urknallattacke. Hier kann ich noch nicht. Ja. Big Ball, ja. Okay, da packe ich natürlich rein. So. Ja, komm. Geht so. Alles klar.
Ja, haben sie ein paar Szenen so ausgelassen, die ein bisschen zu krass waren, aber ja, okay, ist gut. Wie gesagt, wenn Dragon Ball Z jetzt heutzutage laufen würde, ne, Leute würden durchdrehen. Ne. Was, der hat den Kopf von den Typen abgehackt? Das ist ein neuer Dinosaurier, den habe ich noch nicht erledigt. Was, der hat den Typen in zwei Hälften geschnitten? Das geht nicht. Allein schon irgendwie Freezers beiden Tode, sag ich mal. Also einmal ist er ja nicht gestorben, ne? Von Son Goku, aber der Tod von Trunks, ne? Was, erstmal in alle Stücke zu hauen und dann wegpusten. Ja, dann muss ich mich natürlich jetzt wieder sehen, ne? Wenn ich den eben auf Screen killen irgendwann. So, habe ich jetzt neue Quests. Ich muss immer neu gucken, obwohl jetzt, wo gerade hier Bedrohung gerade am Auftauchen ist, würde ich jetzt sagen, passiert jetzt nicht mehr so viel storymäßig, Quest-mäßig meine ich. So, und jetzt sind wir hier auf dem Highway, nenne ich Highway, auf den Bergpfad. Vielleicht kommen wir ja noch zum Highway. Und die laufen einfach gemütlich. Jo, mada konna tokoro de uro uro shite agatta to wa igai datta ze. Kisamara, kore kara doko e iku tsumori datta no ka kikasete moraitai na. Son Goku no tokoro yo, koroshi ni ne. Yahari sou ka. Da ga iku koto wa dekin na. Kono ore ga kisamara o katazukete shimau kara da. Saiyajin というのはどうも自信過剰だな。半端なやつほどそのプライドのせいで早死にすることになる。人形のくせにガタガタ抜かしやがって。Man hat weder jemals wegen seinen Stolz irgendwie Mist gebaut. どいつからだ。ガキか、女か、デクノボーか。それとも三匹まとめて片付けてほしいか。そうだ、十六号。あんたの力が見てみたいし、やってみてよ。断る。俺の相手は孫悟空のみだ。つまんないわね。じゃあいいわ。私がやる。Einen Moment mal. Hat sie nicht normalerweise im Rücken auch ベジータさん。So ein Red Ribbon Zeichen? もう来やがったか。鬱陶しい奴らだ。これからベジータは18号と戦うんだ。邪魔なんだと。とはいえ、見てるだけってのもつまらないか。仕方ってわけだからさ。あ、ファダンチプションビラバッこっちは一対一で思い切りやろうよ。言っておくが、俺は女だからといって手加減はせんぞ。Kampf der Blondinen beginnt。Alles klar, das wird wieder gut. Ja, schwer. Wir sind zwei Level höher, also. Aufhören! Au! Aufhören! Oh ja. Ich hoffe wirklich, sie ist nicht so stark wie Dr. Gero, aber ich. Dr. Gero war bis jetzt am schlimmsten eigentlich seiner Heilung andauernd, ey. War mir ein bisschen zu krass. Und jetzt ist sie noch schädlich. Doppelt. Soll ich mal abwehren, ja. Oh, okay, ich dachte, sie wird irgendwie angefallen hätten. Ja, das ist ein normales Combo. Na, ach. Oh, was? Kannst du es sagen? Ich muss sagen, ich bin falsch. Oh, nein. Oh, nein. Das Gott verdammt. Denkst du, du hast den Kampf in... Oh Gott. Sie hat doch Bossangriffe drauf. Was? Ah! Oh Gott. Nein. Weil da macht mein Blocken nicht mit. Habe ich so gefühlt.
Ja, hat gegen den letzten Cyborg funktioniert, also komm her. Wunderbar. Jawohl. Da. Ja. Oh nein. Ich bin gerade mit dem Angriff. Und diesmal weiß ich, du tauchst jetzt noch hier auf. Und zack. Jawohl. Oh, Knallattacke. Hat schon wieder gebracht. Das sind eine Menge Erfahrungspunkte übrigens. Okay. Manchmal annähernd so krass wie Dr. Gero. Und ironisch ist, weil sie eigentlich in der Serie viel stärker war gegen Vegeta. Und das war's mit dem Arm. Währenddessen. Da kommt nicht mal zum Kampf gegen 17. Da wäre ein super Zeitpunkt gewesen.心配するな。ドイツもまだ生きている。早く先ずってやつを食わせてやるんだな。さて、行くとしようか。ねえ、あいつらに孫悟空の居場所を聞かなくていいのか？心配ない。自分たちでじっくり探すところが面白いんじゃないか。ふん。あんたってガキっぽいよ、17号。そうか？ 別にどうでもいいけど、後で街に寄ってよ。さっきので汚れちまったから、新しい服が欲しいんだよ。Kleidung ist total schlimm. いいだろ。待って、待ってくれ。なんだ。何か用か? Boah, ich muss das jetzt mal googeln. Das stört mich gerade. Sie achtet doch auf den Rücken aus, so ein Red Raven Zeichen, oder? お前たちの目的は一体何なんだ? So. Kann ich sie irgendwo von hinten mal sehen? Dann bin ich jetzt ganz blöd. Ich habe hier gerade mal gegoogelt und sehe sie nur von vorne. Da. Okay, das ist ein Bild von der Figur von der, aber da hat sie auch auf dem Rücken so ein Red Ribbon Zeichen. Das stört mich gerade ein bisschen. Was ist denn das für ein Detailfehler? Hallo? Schlechtes Spiel. なぜだ。なぜ悟空を狙う。こいつはただのゲームなんだ。孫悟空はこの世で一番強いんだろ。人間。そんなことはやめてくれ。って言っても無駄か。無駄だ。俺たちは孫悟空を殺すために。ich wünschte unten rechts für irgendwie so ein Kreis sein wie in Tales of Vesperia, wenn dann der dann verschwindet, wenn die fertig sind mit dem Reden, damit ich wenigstens weiß, wann ich wegdrücken kann. So da. So na koto yori hayaku taurete iru renchū ni senzō o kuwasete yatta hon ga iizo. Der war immer noch nicht fertig. Ja ne. Bye. Das stört mich so ein ganz klein wenig, dass sie nicht Red Raven auf ihren Rücken hat. Vielleicht sind sie ja ganz in Ordnung. やつはスーパーサイヤ人になり絶対の自信とプライドを取り戻した。それがあそこまでやられてはショックが大きいだろう。フリーザさえやっつけたこのトランクスですら手も足も出せなかった。Das Schlimmste für seine
für seinen Stolz. Irgendjemand hat es mal am besten ausgedrückt. Von einer Frau den Arm gebrochen bekommen. Das ist das Schlimmste für Vegeta und seinen Stolz. Ich finde da gerade so ironisch. Trunks steht wahrscheinlich die ganze Zeit so da. Ich hab's euch doch gesagt. Verdammt nochmal, warum hat hier niemand auf mich gehört? あれこれ考えるのはどちらにせよ孫悟空の病気が治ってからだ。そうだな。で、ピッコロはどうするつもりなんだ。さあな。どうしたんだ、ピッコロのやつ。あっちの方角は。そうか。やっぱりあいつ最後のとっておきの手段を使うつもりなんだ。 なんだ、その最後の手段というのは。あっちの方角に何があるかわかるか。あっち。そうな。思い当たらんな。神様んちだ。あ、ファタンタ。神様の。どういうことだ。俺はナメック星で最長老さんに聞かされたんだ。神様とピッコロは二人にさえ分からなければサイヤ人になって負けはしない。 Schon krass, wenn man so darüber nachdenkt. Das heißt, der wäre automatisch schon stärker als Freezer, ne? Also das ist schon irgendwie krass, wenn man so darüber nachdenkt. Ja. それだけあいつが追い詰められるほどとんでもない敵だって感じたんだろう。おと、いや、ベジータさんはどうするつもりなんでしょうか。もう隠す必要なんかないぜ。お前がブルマさんの抱いてた赤ん坊の成長した姿だってのはもうみんな分かってんだ。知らないのは父親のベジータだけさ。え？ そうでしたか。すいません。別に謝ることないだろう。俺は一旦チャオズのところへ戻る。再び雲行きが怪しくなったら駆けつける。Das ist wortwörtlich der zweite Ort, neben die Cyborgs nachschauen würden. Warum bringt ihr ihn nicht zu Gottes Palast? Wissen die überhaupt, dass der existiert? そんに伝えておいてくれ。無理するなと。 Erfahrungspunkte. Trunks. Level 37 ist sehr unterlevelt. Erstmal hat für Trunks so auf der Karte steuern. Ich meine, wir haben den schon mal gesteuert im Kampf gegen Mecha Freezer, aber so an sich noch nicht, ne? So mit Menü und so. Also, ja, guck mal. Noch gar nicht gelevelt hier. So, dann holen wir uns erstmal die ganzen Sachen hier. Was ist das? Oh, ja. Ach, Trainingsgelände, ja, okay, das ist Stufe 40, ey. Warum kann der denn erst so spät? Gut, vielleicht nicht so doof, hier mal ein paar Kämpfe zu machen. So. So. Da tun wir hier hin. Jetzt welche Attacke? Gut, alles klar. Na, ich
本当にむちゃくちゃ悪いやつらなんだよな。とんでもなく冷酷なやつらです。少なくとも俺たちの時代では。どうしてですか？Weil die eine voll süß war. Ich meine. So. Obwohl ich C18 würde ich jetzt nicht als süß einschätzen. Ich glaube, die fällt mir so in die Kategorie heiß. Also. Keine Ahnung. Halt. Gold! Boom. Ich meine, allein schon die ganzen Bilder, die ich schon gesehen habe, als ich die in Google eingegeben habe. Ja, aber wollte ich nur sehen, wie die von hinten aussieht. Aber ja. So, wie sieht es aus, wenn Trunks fischen geht? Ich glaube, das war wichtig. So, du hast auch eine Angel aus. Eine zivilisierte Person. Sind wir noch mit Vegeta einmal fischen. Hi. So neu. Blauer Fisch. Krillin geht natürlich wieder direkt abtauchen. So, der Dinosaurier, genau. Und da sehe ich eine Nebenquest. Gut. Gut. Na. Da, ehrlich. Weil dieser eine mit der Freezer gefinisht hat, also der letzte davon. Burning Attack. Aha. Ja, und voran hat er jetzt auch einer dieser Angriffe, von dem ich heute nicht klar bin, woher die mit diesen Namen auf einmal herkommen. Die hatten ja alles keine Namen, ne? Aber irgendeinen Namen müssen wir haben für die ganzen Spiele und so. Genauso wie mit Raditz Fähigkeiten, die sind alle nach Tagen benannt. Doppelsonntag, Saturday Crush. Also was? Wie? Warum? Ich glaube, eine neue Kampfmusik, oder? So, wo sitzt der Dinosaurier? Ja, natürlich alles überlebt, ne? Okay, greif uns nicht an. Geht auch. Megalosaurus. Welt von Dragon Ball ist komisch. Menschen mit drei Augen und so. Dinosaurier sind auch noch am existieren. Ich verstehe es einfach nicht. Und da ist Achter. So, lass ich mal ganz kurz gucken. Ja, oh, da ist alles. Okay. Hi. Ah, weil er ein Dings ist, weil er auch ein Cyborg ist. Deswegen haben wir eine Quest mit ihm, mit Trunks. Warum hört er nicht auf mich? Halt die Klappe, was ist denn falsch an, die Dinosaurier-Zähne so zu verkaufen? Denk gar nicht dran, uns aufzuhalten. Es ist nicht nett, Dinosaurier für Geld zu töten. Nicht nett? Was hast du denn damit zu tun? In diesem Gebiet gibt es nur noch wenige Dinosaurier. Das ist vielleicht ein schlechter Zeitpunkt zu sagen, dass ich gerade einen gekillt habe. Leute wie ihr tötet zu viel. Ach ja, was geht dich das an? Manchmal muss man Dinosaurier töten, um zu überleben oder an Essen zu kommen. Es ist falsch, für Geld zu töten. Das ist nicht fair. Das ist uns sowas von egal. Deine Nörgelerei wird uns dann auch, wird daran auch nichts ändern. Ja, wir haben schon unsere Roboterjäger losgeschickt. Wahrscheinlich erlegen die gerade ein paar Dinos. Nein, das ist übel. Wilderer, hm? Wie schrecklich.
Machen wir mal. Dein Freund ist auch mein Freund. Keine Sorge, ich kümmere mich um die Roboterjäger. Was? Ach, wer bist du? Sieh's mir nach, aber verstehen wir, vorstellen können wir uns später noch. Warte hier. Komm aus der Zukunft. Was zur? Wer zur Hölle ist das? Angestellter Capsule Corporation. Sind nicht viele, ich muss sie alle zerstören. Da fällt mir gerade auf. Okay, Capsule Corporation ist da drauf. Ich werde jetzt bei jedem Logo irgendwie nachgucken. Irgendwie. Oh, ich hab's erwischt. So. Suchen wir unseren Trainingsort. Hat schon gesagt, bestimmt einen Gang, wo ich lernen kann, ne? Trunks ist so ein lieber Junge. Ich bin so dankbar, dass ich das gefunden habe. Halt. Ich hab's da rein. Oh, von ihr. Vielleicht von da, wo die Wand fehlt. So, hi. Mikrofon schlägt irgendwie sehr wenig aus. Ich hoffe, meine Stimme ist laut genug. Ich habe es gerade einmal getestet. Also, es sollte eigentlich. Aber weiß ich nicht. Jetzt macht mich ein bisschen nervös. Wenn ich so rede und das irgendwie, weiß ich nicht, voll wenig ausschlägt. Vielleicht sollte ich mir mal ein Auto erstellen mit Trunks. Wenn er wohl mit jedem Charakter dann Auto fahren können, ne? Ich weiß ja jetzt, wie es geht, ne? Ich muss einfach nur die Dinger erstellen. Weil ich irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt beim letzten Mal. What? So, machen wir noch die Roboter platt und vielleicht bauen wir uns ein Auto und dann würde ich auch sagen, reicht das für diesen Part. Nein. Ich will jetzt nicht in die Kämpfe hier rein verwickelt werden von denen. Das gibt's jetzt nicht. Dann gehe ich jetzt zu den anderen. So. So, jetzt kommen anvisiert und boom. So. Dreht sich ganz langsam um. Was mache ich hier eigentlich? Stimmt, der Trunks ist ja auch ein super Zeitel. Oh, ihr blöden, hört auf mich. Ich hab nicht genug. Aber ich keine goldene Aura, wenn ich auflade. Geh weg. Na, ja, du blöder. Am liebsten mache ich solche Kämpfe mit Piccolo. Er hat einfach so eine Explosionswelle. Er kann einfach alles im Umkreis erledigen. Wir werden mal kleben ein bisschen Schaden. Ah, einfach mal Ecke, wo man die Kopfnuss gegeben in die Fresse. Nein, der hat dann überlebt. Oder auch nicht, was? Noch mehr. Ich werde davon getroffen, danke. Und so normaler Kampf, ey. Sorgt für schwieriger als hier so ein Story-Kampf, ey. Vor allem solche normalen Gegner, die sollten jetzt echt nicht solche Konter angefahren, wie so roter Leuchten sind und so. Das ist so weit, ey. Sollte ich einfach nur kaputt hauen und fertig. Ah. Boah, dreh ich, da ist aber kein. Da war doch kein random Kampf dabei und neben Quest Kampf mehr oder weniger. So, da sehe ich Rauch. Ich glaube, auch bedeutet immer, ja, Rauch bedeutet immer ausruhen. Das habe ich schon festgestellt. Hm.
So, jetzt versuchen wir nochmal da reinzugehen, ohne irgendwie über anderen getriggert zu werden. Danke. Yes. Wie er sich so langsam umdreht, ey. In die Fresse. Zukunftskick. Da müssen diese kleinen Viecher echt so Konterangriffe haben. In die Fresse. Vor allem müssen immer so viele sein, ey. Ich muss immer gegen 5 Gegner kämpfen. Mal 5 Mal daneben gehauen, bevor das schon wieder. Aber ich habe noch 3. Sehe ich gerade. In die Fresse. Boah. Also einen Seitenschritt gemacht hat aber nicht gereicht. Oder? Naja, ich sorge für, ich muss ein ganz klein wenig Level mit Frank, ich sehr wenig Schaden mache. Ich bin auf dem gleichen Level wie die Viecher, also dann vielleicht so ein Indikator dafür sein, dass ich vielleicht ein bisschen trainieren sollte. Da ist immer noch was am Leben. Bonk. Ich bin so stark mit meinem Schwert gehauen, da weggeflogen ist. So funktionieren Schwerter. Puh, das sollte nahe sein. Ich sollte mich auf den Rückweg machen. Gut. Da ist so ein Trainingsding. Hoffe, er hat sich nicht verletzt. Hi. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Ich habe alle Robotjäger erledigt. Unmöglich, das gibt's nicht. Das sind Hightech-Dinger. Da kostet eine halbe Million Seni. Aber ich bekomme keine Werte von den Robotern. Auf dem Radar sind sie nicht zu sehen. Was? Jetzt seid ihr zwei dran. Ihr könnt euch mein Werk gerne ansehen. Verdammt, wegen dir haben wir jede Menge Geld verloren. Dafür kriegen wir dich. Hey, hey, warte auf mich. Ein Glück, jetzt sind die Dinosaurier gerettet. Vielen Dank. Kein Grund mehr zu danken, nicht der Rede wert. Ich finde, dass dieser Planet allen gehört, nicht nur Menschen. Verstehe. Ach, ich glaube, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Ich bin Achter. Achter, nett, dich kennenzulernen, Achter. Mein Name ist Trunks. Ha, mein Name ist lustig, oder? Aber mir gefällt er. Mein Freund Son Goku hat mir diesen Namen gegeben. Son Goku ist echt stark. Son Goku? Was, du kennst Son Goku? Was, du kennst Son Goku auch? Ja, er ist ein guter Freund von mir. Oh wow, das ist klasse. Son Goku ist mein bester Freund. Du und Son Goku seid also befreundet, dann sind wir auch Freunde. Ja, da hast du recht. Ich weiß nicht, irgendwie ist der Typ seltsam. Ich habe gerne mehr Freunde und dank Son Goku habe ich jetzt einen neuen. Also sagst du nicht, dass du ein Cyborg bist und tust deine Mind voll blown. Was? Es gibt gute Cyborgs? Ich werde dich nie vergessen, Trunks. Du bist ein guter Freund. Danke, ich werde dich auch nicht vergessen, Achter. Ich bin so glücklich. Ich hoffe wirklich, dass wir uns wiedersehen werden. Ich auch. Ich muss stärker werden. Wenn ich das nicht tue, kann ich Leute wie ihn nicht vor den Cyborgs schützen. Okay. Aber dabei ist er doch einer. Sag's ihm. Nein, okay. So. Keine Story-Quest mehr, ne? Okay, cool. Da wollte ich mal gucken. Einfach nur um zu gucken, was, ob überhaupt, ja. Einen nur, aber okay. Ah nee, die muss ich erstmal. Nee, das wäre ein bisschen zu krass. Level 60, das erreicht doch nie im Leben. Ich glaube, ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, dass die Saga so lange geht, bis ich Level 60 halt erreiche. Aber okay.
Level 30, das schaffen wir jetzt auch noch. Machen wir jetzt auch noch ganz schnell. Das war nicht so schwer rein. In die Fresse. Na, schon drei Balken weg. Bakra. Alles klar, das war sehr schnell erledigt. Finisher Poster. Cool. Mein Gott, da. Okay, das war. Nein, ich wollte eigentlich nicht, aber. Super Angriffsschaden, alles klar. So. Ne, warte, hier. So. Und zwar ein gewaltiger Magie verursacht, aber auch enorm Schaden. Ja. Wir lieben enormen Schaden. Yep. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. 6 Minuten reichen. Und dann machen wir uns auf und machen die Story weiter im nächsten Part. Ja, klingt das nach dem Plan? Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, das sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffentlich hinterlasst ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar, um den Kanal weiterzuhelfen. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.